Moin Moin, Marzais, herzlich willkommen zurück zu The Last Guardian. Wir sind immer noch in diesem seltsamen Tümpelgewässer, hast du nicht gesehen. Stehen auf einer im Wasser schwimmenden Kiste und hoffen darauf, dass irgendwas passiert. Dass irgendwie Sanitäter kommen. Oder die Küstenwache. Oder David Hasselhoff. Keine Ahnung. Irgendwer muss kommen und mich hier rausholen, denn mein schöner, treuer Gefährte da oben kriegt außer ein bisschen Rumgeheule und Rumgebälle leider nichts geschissen. Und versucht nicht mal, mich irgendwie rauszuholen. Und ich kriege ihm das auch leider nicht irgendwie beigebogen. Er macht gar nichts. Er macht absolut gar nichts. Er guckt hier einfach nur blöd rein und freut sich einen Keks. Mann. Tja, Kinas. Wollt sie nicht irgendwas machen? Irgendwas? Ach, guck an, ich kann schwimmen. Boah, die Kamera unter Wasser ist ja noch beschissener. Hätte das gedacht, dass das möglich ist. Boah, haha, das geht ja gar nicht. Ja, ich kann zwar schwimmen, aber so wirklich weiterbringen tut mich das im Moment auch nicht. Ah, vielleicht kann ich irgendwie unter diese Kiste, dass mich das irgendwie... Ne. Mann. Ja, so ist das, ne? Und sonst so? Ja, das habe ich schon gemerkt. Das habe ich wohl auch schon gemerkt. Irgendwo ist doch bestimmt eine Leiter. Tja. Ohne Witz, ich habe keine Ahnung. Diese Kiste muss ja für irgendwas gut sein, alte Gamer-Weisheit. Da bin ich jetzt schon so oft drauf reingefallen. Aber er macht ja gar nichts da oben. Er versucht ja nicht mal irgendwie was zu bewegen oder mir irgendwie zu helfen. Er erzählt mir was von ohne Hilfe kann ich hier nicht raus und meine Hilfe steht da oben und kraut sich den Bauch. Ach, Kinders, verdammt, Hacke. Jetzt bin ich schon wieder auf dieses dämliche Vieh angewiesen und er macht einfach wieder überhaupt nichts.
Ich kann ihm aber nichts sagen. Ich sag ihm jetzt, er soll sich umdrehen, da passiert nichts. Ich sag ihm, er soll springen, da passiert nichts. Ich sag ihm, er soll mit den Füßen aufstampfen, macht er auch nicht. Also, was will er von mir? Was will er von mir? Mehr Befehle habe ich nicht. Er bräuchte ja nur seinen Schwanz durch das Loch stecken. Aber er will ja nicht. Er will ja lieber da oben rumsitzen und DSDS gucken oder was weiß ich. Du bist mir echt eine Pfeife, Trico. Mein Gott. Guck da nicht so blöde runter. Hilf mir. Verdammte Hacke. Mach irgendwas. Irgendwo muss doch eine Leiter sein. Okay. Da war auf einmal mein Bildschirm schwarz. Ja, jetzt mal ohne Witz. Wo soll es hier weitergehen? Also von alleine kann ich doch hier nichts machen. Ich komme doch nirgendwo dran. Selbst wenn ich auf dieser Kiste stehe, gibt es hier keinen Punkt, wo ich irgendwie hinklettern könnte. Oder sehe ich das falsch? Das heißt, ich bin doch jetzt angewiesen auf dieses dämliche Tier. Das ist doch scheiße. Der will mir doch gar nicht helfen. Der ist doch froh, dass ich hier unten festsitze. Hä? Was? Was ist jetzt passiert? Was hast du jetzt gemacht? Was? Hä? Was ist passiert? Okay, er hat jetzt ein Loch gemacht. Wie auch immer, ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gemacht. Aber auf einmal ist ein Loch da. Okay. Gut. So. Ja, dein Schwanz ist auch schon fast richtig. Aber ich komme da nicht hin. Mein werter Freund. Ich kann deinen Schwanz nicht erreichen. Nein, nicht festhalten, nicht drücken, nicht hochklettern, nicht drücken, greifen. Das sind zwei völlig verschiedene Tasten. So, ja, sein Schwanz liegt jetzt da oben auf diesem Querbalken. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen blöd, ne? Siehst du ein, oder? Gehst du mal so ein Stück vor? Dass sich da irgendwas tut? Bitte! Oh, ihr macht mich fertig. Komm schon, beweg dich. Mach irgendwas. Ihr macht mich kirre, ehrlich. Dieses Spiel macht mich fertig. Wenn ich das einmal durchgespielt habe, ich werde es sofort deinstallieren und verbrennen. Das tue ich mir nicht nochmal an, ehrlich nicht. Das sieht irgendwie so aus, als wäre die Kiste hier abgeschlossen mit diesem... oder verriegelt, besser gesagt, mit diesem Holzbalken. Aha, guck an! Da ist er ja. Wenn ich da jetzt noch irgendwie dran käme, das wäre super cool. Ah. Also... manchmal muss man einfach Geduld haben anscheinend. Ich habe nichts gemacht. Aber auf einmal geht das Spiel weiter.
keine Ahnung, was passiert ist, keine Ahnung, was diese Ereignisse jetzt ausgelöst hat. Aber irgendwas hat sich getan. Und dafür bin ich ihm super dankbar. Deswegen kraule ich ihm jetzt seinen Rücken. So, kleiner Mann, weiter geht unsere Reise. So. Mache den nächsten Schritt, bitte, mein werter Freund. Isoi. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich habe jetzt einfach mal Geduld. Vielleicht schneidet es irgendwann von selber. Ich mache jetzt einfach mal nichts. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssten da links durch. Oh, ist das eine Diashow? Aber, anscheinend kennt sich Trico hier aus. Ist okay. So, ich höre schon wieder Rüstung. Na sicher. Okay, braver Trico. Fein, hast du das gemacht. Okay, so. Wir sind tatsächlich ein Stück weitergekommen. Ist das geil. Ein Erfolgserlebnis. So. Okay. Hier ist jetzt nicht so spannend. Da tut sich auch nichts. Was zum Teufel ist das hier für ein Ort? Jetzt mal ohne Scheiß. Wo bin ich hier? Und warum bin ich hier? Adunete Sese Biukuzi. Okay. Na gut, hat er sich auch verdient. Sehe ich ein. Er hat jetzt viel geleistet. Ach, da ist... Ah, okay. Da sehe ich schon fast. Jetzt ist nur wieder die Frage, wie kriege ich das darüber? Nein, du sollst... Nein! Ja, so ähnlich. Mein Gott, du wirst doch wohl schief nach vorne schieben können. Nach hinten ziehen kriegt das irgendwie hin, aber... Nach vorne eher nicht so. Na gut, okay. Aber jetzt stehe ich das zweite Mal noch daneben, denn ich werde ja irgendwie jetzt dieses Fass da drauf werfen müssen. Wenn das funktioniert, keine Ahnung. Ich meine, von der Höhe her ist es nicht großartig anders wie das Loch. Also wenn ich das schaffe, auf diese Kiste zu werfen, dann müsste ich eigentlich auch durchs Loch werfen können. Ach Mann, du blöder Junge. Komm schon. Zieh dieses Fass hier raus, diese Kiste hier raus. Kann jetzt wohl nicht so schwer sein. Okay. So, okay. Dann die rechts daneben, bitte. Ob ich das hinkriege? Ich weiß ja nicht. Nicht, dass er so hochwerfen kann. Aber schauen wir mal. So, okay. Wunderbar. Dann gibst du mir das mal gerade. Glaube ich nicht.
Ja, doch, doch. Nein. Genau das habe ich befürchtet. Okay. Ich habe nicht gedacht, dass die Lücke so groß ist. Ich habe wohl gesehen, dass da eine ist, aber dass sie so groß ist, habe ich jetzt nicht gesehen. Na gut, dann war das jetzt doof. Mann, wirf doch gerade! Komm schon. Und diese blöden Schmetterlinge, die hier um mich rumsummen. Geh mir auf den Sack. Ich will sie alle essen. Mensch, jetzt wirf doch mal wie ein Mann. Also muss ich dahin zielen, damit er gerade wirft, oder was? Nee, dann wirft er gerade. Leck mich doch. Ach Mann, ehrlich. Ich will doch nur dieses Fass hier drauf werfen. Mehr will ich doch gar nicht. Kann jetzt nicht so schwer sein. Es scheitert an den einfachsten Dingen, ehrlich. Nein! Mann! Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Du blöder Bengel! Verdammt nochmal! Wenn du es werfen kannst, dann wirst du es ja wohl auch einfach da draufstellen können, oder? Ach Mann. Scheiße. Nein, wieso wirfst du es jetzt wieder nach links? Ehrlich, warum? Ich verstehe dich einfach nicht. Wir reden vollkommen aneinander vorbei. Lass es doch einfach die Schmetterlinge da drüber tragen. Ach Mann. Kann jetzt nicht so schwer sein. Das gibt's doch nicht. Er wirft aber immer sonst wohin, oder? Erst zieht er nach links, jetzt zieht er nach rechts. Ach Mann, echt. Dann werden wir hier mal so ein bisschen umdisponieren. Aber so einen Rand habe ich überall, ne? Ja, habe ich hier auch. Bringt mich nicht weiter. Den Rand habe ich überall. Ja, ich versuche ja dir zu helfen. Ehrlich, ich versuche es. Ich gebe alles. Aber er wirft sonst wohin. Ehrlich, jetzt zieht er wieder komplett nach links. Ich verstehe diesen Bengel einfach nicht. Nein, ich drücke greifen und er klettert hoch. Das sind zwei völlig unterschiedliche Tasten. Wie kann man das missverstehen? Komm schon. So, und jetzt wirf es nicht daneben. Wirf es nicht daneben. Sehr gut. Ja, kannst du haben. Ist für dich. Da. Ziehst du rein. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir sind schon ein tolles Team, wir zwei. Wir haben es einfach richtig drauf. Wir könnten die Welt beherrschen, du und ich. Wenn wir nicht beide so dämlich wären.
So, also, ich bin soweit. Whenever you're ready. Ich würde dir ja sagen, wo du hin sollst, aber du hörst ja eh nicht auf mich. Von daher warte ich jetzt einfach, bis du deine eigenen Entscheidungen gefällt hast. Ja, danke schön. So, da tut sich was. Gut, ich bin jetzt aber auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich schlauer. Also ich weiß jetzt auch nicht, wo er hin soll. Ach, doch, da oben. Okay. Na gut, dann hör doch mal auf mich und geh einfach mal einen Schritt vorwärts. Nein, vorwärts. Vorwärts ist da, wo ich ihn zeige. Da. Ja, fast richtig. Da oben will ich hin. Da, wo die Sonne durchscheint. Draco! Was machst du? Ja. Ja, wunderbar. Danke. Danke dir. So, ganz schön windig ist es hier. Okay, dann gucken wir mal, was hier Sache ist. Was ist das hier für eine Gegend? Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich alles so ein bisschen an die Windmühlen aus Nausicaä. Und dem Tal der Winde. Lass mich in Ruhe. Oh. Hi. Kannst du mir mal helfen? Feine Rüstung. Scheiße. Ja, ich glaube, das kann ich jetzt haken. Nein! Scheiße. Lass mich los. Lass mich los. Du Schwein. Quick. Quick. Boah, noch ein Loch. Nein. Nein. Du bist sauer. Du bist pissig. Oh Scheiße, was hast du getan? In Trikuno, I get a true love. But this is a wizard. Was? Nee, er rannte nicht. Er fiel nach unten. okay. Junge, jetzt wird's aber aufregend. So, hier bin ich. Okay, ich laufe. Alles gut. I get a true love. But this is Es ruckelt so fürchterlich, ey. Es ruckelt so fürchterlich. Ehrlich, es ist unspielbar. Mann, das nervt mich, ehrlich. Das ist so kacke, ey. Es ist ein Konsolenspiel, Mann. Es muss flüssig laufen. Oh.
Ageta Tu Nov, Atisa Awizi. Wow. Ja, laufen war eine gute Idee. Wow, Scheiße. Da ist er. Kommst du auf einmal her? Wow, Trico. Alter Schwede. Hat er mich jetzt fallen lassen? Hat mich fallen lassen. Du blödes Tier. Das gibt's ja wohl nicht. Das wäre deine Stunde gewesen, Mann. Du hättest ein Held sein können. Ach, Mann. Ah, du bist einfach nur eine übergroße, dumme Katze. Mann, du kannst mich doch da nicht fallen lassen. Into the Kuno. I get a two nov. Atisa, how is it? So unspielbar. Wirklich. Es ist fürchterlich. Komm schon, Trico. Dankeschön. Warum braucht alles bei dir immer zwei Versuche? Und warum ruckelt es so fürchterlich? Das Spiel ist jetzt seit Dezember auf dem Markt. Das, also inzwischen müsste mal ein Patch kommen, oder nicht? Das kann's doch nicht sein, Mann. Fürchterlich. So, dankeschön. Hast du fein gemacht. Ich bin dir was schuldig, Großer. Das war wirklich eine gute Leistung. Ohne Witz. So, und hier wollen wir jetzt liegen bleiben? Nein, ne? Ist auch blöd. Ja. Was machen wir nun? Okay, da will er hin. Okay. Da will er hin. Alles klar. Ich bin bei dir. Alles gut. Ich habe vollstes Vertrauen. Also da oben wäre auch noch ein Weg. Aber ich gehe erstmal hier rein. Oh, da stehen schon wieder Rüstungen. Sieht aus wie eine Arena hier. Weiß nicht, ob mir das so zusagt. Ah, die haben Spiegel. Oh, die haben Spiegel. Oh, da muss ich was tun. Da muss ich was tun. Nein. Nein, jetzt hat er den Spiegel hier vor. Das ist ja jetzt ungünstig. Komm schon, mach ihm was. Ah, lass ihn doch fallen, verdammt. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Geh weg. Trico, Trico, hier, der hier, der hier, der will mir was. Trico, bitte. Seinen blöden Spiegel. Aber ich weiß nicht, wie dieses Anstürmen funktioniert. Irgendwie macht er da nichts bei mir.
Nein! Spiel doch nicht mit dem Helm rum! Ehrlich. Lass mich los! Na, was machst du? Lass doch diesen Helm in Ruhe! Mann! Du bist so dumm! Lass mich los! So, und jetzt nochmal hier anstürmen, bitte! So, es geht doch! Bam, in your face. So, alles gut. Alles gut, mein Freund. Alles gut. Komm, geh da hoch. Alles gut. Okay, das war aufregend. So, dann wollen wir weiterschauen. Aber hier ist irgendwie nichts mehr. Was hast du denn da entdeckt? Oh, ist das süß. Okay, ja, warte, ich komme. Alles gut. Soll ich da irgendwas mitmachen? Soll ich da irgendwas mit tun, Trico? Was hast du denn da entdeckt? Okay. Also irgendwas findet er hier total faszinierend drin. Okay. Dann gehen die Türen auf, oder was? Ah, ja, okay, mach nochmal. Ja, komm, mach nochmal. Was auch immer du da gemacht hast, mach es nochmal. Nein. Hier, da. Spiel da nochmal mit, komm schon. Ja, genau. Aha, Sisi. Ja, ist schon klar. Aber das muss er doch hinkriegen. Ich kann doch da nichts machen.
Na gut, okay, wir versuchen das im nächsten Teil nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie bewegen muss, aber ich glaube nicht, denn ich komme da nicht wirklich gut dran. Außerdem ist es viel zu groß für mich. Ich denke, das muss Trico schon irgendwie machen. Aber wir beschäftigen uns da im nächsten Teil mit, denn das scheint das nächste große Rätsel zu sein. Haha, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.